ihr da seid. Ich bin Elisa, ich komme hier aus Nürnberg und ich freue mich, dass ich hier in meiner Heimatstadt auch einen Vortrag halten kann. Und ich freue mich auch, viele Freunde hier zu sehen. Und ja, die meisten kennen mich jetzt schon, aber kurz zu mir. Ich arbeite seit 2000 als Mediendesignerin, digital und print. Seit 2016 arbeite ich mit Joomla. Im Jahr 2008 habe ich Marketing studiert und habe mich dann gleich nach dem, das war so ein Wochenendstudium, 2009 selbstständig gemacht. Und 2017 habe ich mit David Jardin zusammen am Buch Joomla 3, professionelle Webentwicklung, geschrieben und habe da unter anderem halt an den Kapiteln Templates und Custom Fields und Cblot gearbeitet. Genau. Kurze Info zu der Präsentation. Fragen sind nicht erlaubt. Ich habe einfach, ich glaube, ungefähr 108 Folien vorbereitet und ich bezweifle fast, dass ich durchkomme. Wenn doch, stellt mir die Frage gerne zum Schluss oder nach der Präsentation. Ich bin auch hier ja den ganzen Tag da. Schreibt euch vielleicht die Foliennummer auf. Die Folien stelle ich danach auch im Internet zur Verfügung. Ihr müsst keine Fotos machen, euch nichts abschreiben. Die Folien könnt ihr euch dann runterladen. Auf Twitter werde ich dann den Link veröffentlichen. Mein Twitter-Handle ist Elisa Sophia. Und auch die ganzen Codebeispiele und alles wird auf oder ist eigentlich schon auf GitHub zur Verfügung gestellt. Da werdet ihr auch zum Schluss dann den Link bekommen. Häufig liest man ja auf Facebook Fragen, wie zum Beispiel, weiß jemand eine Erweiterung, mit der ich einen Zeitplan übersichtlich darstellen kann? Und ja, also ich möchte ungefähr sowas darstellen. Weiß jemand, mit welcher Erweiterung ich das machen könnte? Also ich darf Fragen stellen. Weiß jemand, mit was ich sowas in Joomla umsetzen könnte? Richtig. Genau. Wir brauchen überhaupt keine Erweiterung für so eine Darstellung. Das ist einfach eine Ausgabe von Informationen. Das hat keine Special-Funktionen. Und das kann man ganz normal mit Joomla machen, und zwar mit Overrides. Grundlage ist hier so eine Zeitplantabelle, ein sogenanntes Gantt-Diagramm oder Gantt-Graph. Und das habe ich auf CodePen gefunden. CodePen ist eine Plattform, auf der Code live getestet werden kann. Man kann diesen Code auch mit anderen teilen, darüber diskutieren und man kann auf dieser Plattform auch suchen und sagen, ich suche jetzt zum Beispiel ein Gantt-Diagramm, zeig mal, was es da so gibt. Und da habe ich dieses Diagramm gefunden. So schaut CodePen aus. Unten habt ihr die Live-Vorschau und oben ist ein Fenster mit HTML, mit CSS und möglicherweise auch mit JavaScript-Code, wenn da einer notwendig ist. Und dieses Diagramm, seht ihr, JS ist leer in der rechten Spalte. Das ist mit CSS-Grid und HTML dargestellt. Dann schauen wir uns mal den Code genauer an von diesem Gantt-Diagramm. Das ist, also Code ist jetzt zu viel gesagt, das ist einfach nur HTML. Ganz oben haben wir eine Überschrift und einen Einleitungstext, der einfach nur über der Tabelle steht. Dann kommt eine Übersicht von den Monaten, den Namen der Monate in Kurzform und darunter kommen die Spalten und der aktuelle Monat wird mit einer Klasse markiert, also mit Class Marker wird der aktuelle Monat in diesem Diagramm dargestellt. Kurz nochmal zurück. Seht ihr, Juli ist markiert, oben sind die Monate und drunter sind Namen mit gewissen Zeiteinträgen. Und als nächstes kommen immer wieder Zeilen mit dem Vor- und Nachnamen und dann kommt eine unsortierte Liste und in dem Listenelement ist dann dargestellt, von welchem bis welchem Monat. Hier vom 4. bis zum 11. Monat soll dieser Zeitstrahl dargestellt werden und die Hintergrundfarbe soll so aussehen und dieser Text steht in der Zeile drinnen.
Wie können wir das lösen? Welche Joomla-Core-Elemente können wir benutzen, um das darzustellen? Also ich sage jetzt mal Vor- und Nachname, das ist wahrscheinlich eine eindeutige Information, das wird sich selten wiederholen. Das könnte man ja den Beitragstitel nehmen. Und für die Listeneinträge könnte man ein Custom Field nehmen. Wir brauchen eine Von-Angabe, wir brauchen eine Bis-Angabe, wir brauchen auch eine Farbangabe für die Hintergrundfarbe, gestreift oder nicht, das zeige ich gleich nochmal, und ein Textfeld, wo wir dann reinschreiben können, um was es sich hier handelt. Dann kommt wieder eine Zeile in dem Code, die sieht fast genauso aus wie gerade eben, mit einem kleinen, feinen Unterschied. Oben haben wir eine Klasse, weil der Beitrag keinen Zeitstrahleintrag hat. Also oben ist noch Row Empty als Klasse hinzugefügt. Dann kommt wieder ein ganz normaler Reiheneintrag. Da gibt es keinen Unterschied zum ersten. Und ganz zum Schluss ist eine Zeile mit mehreren Einträgen. Und daher würde ich die neuen Repeatable Fields nehmen, die jetzt in Joomla 3.9 rausgekommen sind. Da kann ich nämlich diese Von-Bis-Angaben, die Farbangaben und alles, was wir uns angesehen haben, dann auch wiederholen und in einem Beitrag mehrere hinterlegen. Also was brauchen wir? Wir brauchen einen Kategorietitel für die Überschrift. Wir brauchen eine Beschreibung für die Einleitung über dem Diagramm. Und dann brauchen wir Beiträge mit einem Beitragstitel und ein wiederholbares bzw. repeatable custom field mit einer Von-Angabe, einer Bis-Angabe, Farbangabe, CSS-Klasse. Ach, die CSS-Klasse habe ich unterschlagen. Das seht ihr hier in dem Code Class Stripes. Das ist eine Klasse, die dann diesen Zeitstrahleintrag gestreift darstellt. Genau, also die CSS-Klasse. Ein Textfeld, und was noch schön wäre, ist, wenn wir wüssten, was ist der aktuelle Monat, damit nicht dauerhaft der Juli markiert ist, sondern vielleicht der aktuelle Monat. Und on top noch die Kurznamen aller Monate in allen Sprachen, wenn wir diese Darstellung mehrsprachig ausgeben wollen. Dann müssen wir jetzt erstmal Joomla vorbereiten für das, was wir vorhaben. Also wir legen eine Kategorie an, schreiben da den Titel rein, die Einleitung, legen einen Beitrag mit Titel an und als nächstes ein Custom Field. Dazu erstelle ich erstmal eine Feldgruppe, also das macht es einfach schön übersichtlich. Nenne die Feldgruppe Zeitstrahlinformationen, lege ein Feld an vom Typ wiederholbar. Das Feld wird dann der Kategorie Mein Zeitplan zugeordnet und der Feldgruppe Zeitstrahlinformationen. Und dann lege ich in diesem Repeatable-Feld meine Unterfelder an. Ich nenne eins von, das andere heißt bis, Farbe. Da konnte ich leider nicht Color-Switcher auswählen. Dann mit Axis-Plugin wird es wahrscheinlich dann möglich sein. Ich habe jetzt einfach nur ein Textfeld genommen. Dann eine Klasse, auch als Text, und den Text selbst als Textfeld. Also das sind die Felder, die ich in dem Repeatable-Feld angelegt habe. Dann sage ich noch automatische Anzeige Nein, weil ich möchte ja selbst bestimmen, wie das ausgegeben wird. Und so kann ich dann meinen Beitrag befüllen. Also ich habe hier meinen Beitrag mit meinem Namen und trage jetzt diese Beispieldaten hier ein. Sieht dann so aus. Und dann habe ich noch einen zweiten Beitrag eingelegt, Max Muster mit nur einem Eintrag. Und lege einen Menüpunkt Kategorieblock an. Und wenn ich das mache, dann schaut es so aus. Mein Zeitplan, die Überschrift, Max Muster und mein Name. Ja, das ist jetzt nicht gerade das, was wir haben wollten. Ja, jetzt müssen wir erstmal einen Override anlegen. Das geht sehr, sehr einfach, wenn wir über den Template Manager gehen. Gehen wir auf Erweiterungen Templates,
klicken, jetzt zum Beispiel beim Protostar drauf oder halt auf das Template, was wir gerade in Verwendung haben, auf den Reiter Overrides erstellen. Und in der Spalte Komponenten seht ihr unter Com Content Category für den Kategorieblock. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt die Meldung, dass ein Override erstellt wurde. Und dann seht ihr auch, in welchem Pfad der erstellt wurde. Und also ich empfinde es immer einfacher, wenn man in seinem Code-Editor arbeitet, aber ihr könntet jetzt auch theoretisch im Template-Manager direkt den Code bearbeiten. Ihr seht, da wurden ganz, ganz viele Dateien angelegt, Block und Default. Das, was als Default in Joomla verwendet ist nicht Default, sondern Block. Also bearbeiten wir die Datei Block in diesem Fall. Was aber auch noch wichtig ist, ist, dass wir die CSS-Daten einfügen, die ja in dem CodePen drinnen sind. Da habe ich jetzt der Einfachheit halber eine Datei User.css angelegt. Also wenn ihr im Protostar eine User.css anlegt, dann wird dieser Code auch gleich mit herangezogen. Das ist jetzt nicht die performanteste Lösung, aber jetzt als Demo ja, ganz gut zum Zeigen. Also ich habe eine User.css angelegt. Im CodePen in der zweiten Spalte ist der CSS-Code drinnen, da müsst ihr vorsichtig sein. Ihr seht hier in Klammern, da steht SCSS. Das heißt, das ist ja SCSS-Code, der muss erst kompiliert werden, wenn ihr es natürlich in eine CSS-Datei reinkopiert. Und da ist oben rechts hier ein Dropdown und dann könnt ihr auswählen, in welchem Format ihr das CSS runterladen wollt. Ihr kopiert den Code in die User-CSS rein, ja, und es ist ja erstmal gut. So, und das war jetzt die ganze Vorarbeit, die wir machen mussten. Jetzt kommen wir zu PHP. Und habt keine Angst vor PHP. Ich habe am Anfang auch eigentlich nur gewusst, was ist ein if, und das, ja, eigentlich war das alles. Und ich bin über das, was ich euch heute erzähle, nicht weit drüber hinaus. Und ich kann euch nur empfehlen, euch mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Ich kann euch das jetzt nicht in, keine Ahnung, wie viele Minuten wir jetzt noch übrig haben, alles ins Detail erklären. Aber ich möchte euch zeigen, wie man an solche Sachen herangeht. Und wenn ihr euch zu jedem dieser Punkte was durchlest, dann werdet ihr sehr schnell weiterkommen und ihr braucht dann überhaupt keine Erweiterungen für solche Aufgabenstellungen. Fangen wir mal mit Echo an. Das ist ja ein ganz bekanntes Beispiel. Hallo Welt. Ein PHP-Code leitet ihr mit Fragezeichen PHP ein und mit Echo könnt ihr dann eine Zeichenkette ausgeben. Also zum Beispiel Echo. Hallo. Kopieren wir das mal in unser Override rein. Also auch ein guter Tipp. Testet es einfach. Probiert es aus. Installiert euch das lokal. Und spielt ein bisschen damit rum, schaut, was alles möglich ist. Wenn wir jetzt da Echo Hallo reinschreiben, dann steht jetzt hier einfach oben Hallo. Ja, hat ja schon mal geklappt, super. Dann gibt es noch Variablen in PHP. Ich habe jetzt zum Beispiel Dollarzeichen Test geschrieben, so sieht eine Variable aus, ist gleich mein Text. Das ist meine Variable und wenn ich dann Echo Test schreibe, und es reinkopiere, dann steht da mein Text. Also ich habe diese Variable drunter ausgegeben. Das kann man auch kombinieren, indem man dann eben die Variable mit einem String verbindet. Da muss man einen Punkt dazwischen schreiben. Dann gibt es If-Bedingungen. Eine If-Bedingung ist eine Bedingung, wenn das und das zutrifft, dann macht dies und jenes. Unsere Variable heißt Ziel. Unser Ziel ist Lernen. Wenn, also if, euer Ziel Lernen ist, diese zwei ist gleich stehen für, wenn diese Variable identisch zu diesem Wert ist, dann gebe bitte aus, so kommst du weiter. Ja, also wenn unser Ziel Lernen ist, dann kommen wir weiter. Und dann kann man aber auch sagen, wenn das nicht das Ziel ist, kommen wir nicht weiter. Aber jetzt in dem Fall würde ja nichts ausgegeben werden, weil die Bedingung nicht zutrifft. Wir haben oben in der Variable geschrieben, unser Ziel ist Lernen, haben dann gesagt,
wenn unser Ziel nicht Lernen ist, dann gib das und das aus. Aber zu dieser Ausgabe wird es nicht kommen, weil diese Bedingung trifft ja nicht zu. Dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, wenn dieser Wert nicht leer ist, also man liest es not empty, dann kann man ausgeben, du hast ein Ziel. Das ist dann ganz unabhängig davon, ob man jetzt ein Ziel hat oder nicht, oder ein gutes Ziel hat oder nicht. Man weiß definitiv, da steht was drinnen. Also, if not empty, dann haben wir ein Ziel. Und wenn es leer ist, dann haben wir anscheinend keins. Auch hier trifft es zu, oder auch hier trifft es nicht zu, weil es ist ja nicht leer, also wird diese Ausgabe nicht ausgegeben. Ich habe vorhin einen Menüpunkt angelegt mit dem Kategorieblock. Und da habe ich angegeben, dass 99 führende Beiträge angezeigt werden könnten, wenn welche da wären. Und in dem Override, in der Zeile 77 ungefähr, ist dann eine If-Bedingung drinnen, so wie ich sie gerade eben euch gezeigt habe. Da steht drinnen, if not empty, this lead items. Wenn die lead items, wenn dieses Objekt nicht leer ist, dann mach das. Dann gib mir einen Div-Container aus. Und dann passieren hier noch weitere Sachen, zu denen ich gleich komme. Also, wenn diese Bedingung zutrifft, dann mach etwas. Also, wenn this lead items nicht leer ist, passiert hier was. Ich kopiere mal den Code da rein und dann sieht man ja, es wird tatsächlich ausgegeben, weil ja die Bedingung zutrifft. Und was könnten wir jetzt machen? Wir können jetzt einen Echo machen. Wir könnten schauen, was ist denn jetzt eigentlich this lead items? Was steckt denn da dahinter? Also habe ich jetzt geschrieben, wenn das nicht leer ist, dann sag mir aber, was da drin steht. Und dann steht da Array. Toll. Ein Array, das sind mehrere Werte, die in einer Variable hinterlegt sind. Also man könnte zum Beispiel sagen, eine normale Variable ist, das ist ein Bücherregal. Und ein Array, das sind dann Bücher, die in diesem Regal stehen. Hier sage ich, meine Variable ist ein Array, Joomla, Drupal, WordPress. Und wenn ich das ausgeben möchte, dann schreibe ich Echo Variable und an den eckigen Klammern eine 0. Warum eine 0? Weil ein Array immer ab 0 gezählt wird. Der erste Wert ist 0. Das ist ein häufiger Fehler, den man macht. Man versucht, den ersten Wert auszugeben, schreibt 1 rein und denkt sich, warum ist das jetzt der zweite? Das fängt immer bei 0 an. Dann gibt es noch assoziative Arrays. Da kann man statt den Nummern, die im Index sind, kann man eine Beschreibung hinzufügen. Ich sage, bestes CMS ist Joomla, anderes CMS ist Drupal, Blocksystem WordPress. Wenn ich dann Echo Variable und in eckigen Klammern bestes CMS hinschreibe, dann wird Joomla ausgegeben. So funktioniert das mit Arrays. Und das ist ein ganz schöner Trick, wie ich dann sehen kann, was steht denn in dem Array drinnen. Mache ich ein printr, this lead items, und mit dem HTML-Code pre davor und dahinter, also eingeschlossen, kann ich sehen, was steckt da eigentlich jetzt hier drinnen. Und da sehe ich, ich habe hier einen Beitrag von Max Muster, den ich vorhin angelegt habe, da die ID 2, den Titel Max Muster, Alias, ganz, ganz viele Sachen stehen hier drinnen. Hinterlegte Bilder, wann der veröffentlicht wurde. Auf diese Daten können wir alle zugreifen. Egal, was ihr in euren Overrides macht, könnt ihr auf diese Daten zugreifen. Und ein bisschen weiter unten, also die Liste ist echt unendlich lang, steht auch zum Beispiel Raw Value. Und da sehen wir unsere Zeitstrahleinträge von 1 bis 2, Farbe, Text, Hallo. Das ist hier auch hinterlegt. Das heißt, das sind Werte, auf die wir zugreifen können in unserem Override. Und dann mache ich eine For-Each-Schleife. Kurz zu For-Each-Schleifen. Ich habe ein Array und in einer For-Each-Schleife kann ich dann
jeden Wert aus diesem Array ausgeben. Ich sage, für jede Variable, jedem einzelnen Eintrag eine neue Variable zu, gib bitte einen Div-Container aus in einer H3-Überschrift und ein System. Also das Ergebnis wäre jetzt hier, wären drei Container mit H3-Überschriften und in jedem steht halt ein Eintrag aus dem Array drinnen. Und wenn wir uns die Block-PHP anschauen, unser Override, sehen wir, da ist ja auch eine For-Each-Schleife. For each this lead items as item und dann passiert hier drinnen was. Das heißt, für jeden Beitrag, den ich in der Kategorie Zeitstrahl oder wie ich die benannt habe, mein Zeitplan hinterlegt habe, für jeden Eintrag gibt mir hier was aus. Hier unten wäre noch zu beachten, dass ich diese Zuweisung, die ich hier gemacht habe, hier nochmal verändere. Ich sage, oder erweitere, ich sage, this item ist gleich item. Bedeutet für mich, wenn ich auf eine Variable aus der Liste zugreifen möchte, muss ich this item voranstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Titel verwenden möchte von meinem Beitrag, also das haben wir ja geplant zu machen, dann schreibe ich echo this item title und dann habe ich den Namen. Oh, die Folie ist ein bisschen misslungen, sorry. Eigentlich wollte ich die nicht notwendigen Sachen ausblenden, irgendwie hat es mir das verschoben. Was wir jetzt eigentlich brauchen in unserem Code, ist eigentlich nur die if-Abfrage. Wir sagen, wenn die Lead-Items nicht leer sind, dann mach bitte was. Was soll er machen? Er soll in der For-Each-Schleife den Item-Title ausgeben. Wenn ich das so in mein Block-Override einfüge, dann schaut das Ganze so aus. Vielleicht erinnert ihr euch vorher, waren da die Überschriften übereinander. Jetzt ist es einfach nur bloßer Text übereinander. Das sind meine zwei Einträge, die ich vorhin angelegt habe. Na, und jetzt geht es dran, den HTML-Code zu kopieren und einzufügen. Da haben wir die Überschrift der Kategorie. Das ist ja schon vorhanden, den Einleitungstext. Da müssen wir an dem Override gar nichts verändern, weil das ja schon da ist. Den Namen der Monate und die Monatsbegrenzungen. Und diese Sachen werden ja nicht wiederholt. Was wird wiederholt? Die Beiträge werden wiederholt. Und innerhalb von dem Beitrag werden die Custom Fields wiederholt, aber die Monate werden ja nicht wiederholt. Das heißt, das müssen wir außerhalb der For-Each-Schleife platzieren. Und in der For-Each-Schleife haben wir dann diesen Block mit dem Beitragstitel und den Repeatable Custom Fields. Was mache ich jetzt? Ich taste mich da ein bisschen rein und kopiere einfach diesen HTML-Block, so wie er ist, ohne irgendwie if, for each, sonst was, ohne Chinesisch. Ich kopiere den innerhalb von der For-Each-Schleife rein. Was passiert? Ich habe jetzt, bin schon fast fertig, ne? Also ich habe jetzt die Zeitplanübersicht, das Design ist toll, weil das CSS gut eingebunden ist. Das einzige Manko ist, ich habe hier halt zweimal den gleichen Namen und Zeitstrahleinträge. Warum sind es zwei und nicht wie im Codebeispiel, ich glaube, es waren 5 Zeilen, weil ich ja zweimal die gleiche Zeile wiederhole. Also für die zwei Einträge, die ich in der Kategorie eingelegt habe, wird dieser Code wiederholt. Was machen wir jetzt als erstes? Jetzt fügen wir mal unseren Titel in die erste Zeile ein. Mit, wie schon gesagt, echo this item title. Und was haben wir dann? Jetzt haben wir die Namen drinnen. Max Muster und meinen Namen. Hat schon mal geklappt. Was jetzt noch fehlt, sind jetzt die Zeitstrahleinträge, die wir aus den Custom Fields beziehen wollen. Die hier. Da gibt es jetzt die Werte, die in den Custom Fields gespeichert werden, die werden als JSON-Daten abgespeichert. Das ist nochmal ein Stichwort, was ihr euch später noch durchlesen könnt. Also das
Jason erkennt ja diesen geschweiften Klammern hier und dass es irgendwie alles innerhalb von einer Variable hinterlegt ist. Und ja, also diesen Codeschnipsel könnt ihr euch holen. Dann macht ihr JSON decode this item JC fields. Das seht ihr dann auch aus dieser ganzen Liste von Variablen. JC fields 1, raw value. Da sind die ganzen Variablen drinnen. Und wenn ihr noch Näheres wissen wollt, wie man aus Custom Fields die ganzen Werte rausbekommt, Sigrid hat um 16 Uhr auch hier in diesem Raum nochmal einen Vortrag, wo sie ein bisschen näher drauf eingehen wird. Und jetzt kann ich halt wieder den Trick machen von vorhin mit printr, Einträge. Und dann sehe ich jetzt hier ein bisschen zerschossen, aber es macht ja nichts. Ich bin ja noch am Arbeiten, sehe ich Zeitstrahleintrag von 1 bis 2, Farbe, Klasse, gibt es keine, Text ist Hello. Also ich weiß jetzt, wie ich auf meine Variablen zugreifen kann und wie die heißen. Jetzt mache ich wieder eine For-Each-Schleife, also innerhalb von dem Beitrag. Und dann sage ich, For-Each-Einträge ist Eintrag, zum Beispiel, das wir das nennt, ist total wurscht. Aber wichtig ist nur, dass in Einträge diese Werte drinnen sind. Gib mir bitte ein Listenelement aus. Und hier in dem Stil muss ja der Eintrag von Wert sein, Eintrag bis, Hintergrundfarbe soll es hier sein, die Klasse wird hier eingetragen und dann der Text. Das Ergebnis ist, wir haben den Max Muster mit seinem Eintrag, wir haben meinen Namen mit meinen Zeitstrahleinträgen. Im Grunde sind wir ja schon fast fertig. Jetzt gab es dann noch in der Übersicht den einen Eintrag, der leer war und alle leeren Einträge hatten ja eine rote Zeile. Da habe ich jetzt nochmal einen Beispielbeitrag hinzugefügt, den John Doe. Der hat keinen Zeitstrahleintrag, aber die Farbe ist nicht rot. Warum? Uns fehlt die If-Bedingung, um diese Klasse hier einzufügen. Wie machen wir das? Das ist jetzt ganz easy, nachdem ihr das gehört habt, wie das mit dem If geht. Wenn die Einträge leer sind, wenn da keine Werte hinterlegt sind, dann gib mir bitte diese Klasse aus. Fortgeschrittene würden hier nochmal eine Kurzschreibweise nutzen, aber das fängt einfach mal klein an. So ist es schön lesbar und übersichtlich und ja, funktioniert. Die Zeile ist rot. Unser nächstes Problem ist, der Juli ist markiert, aber es ist November. Wie komme ich jetzt an den aktuellen Monat ran? Ist der in Joomla irgendwo hinterlegt oder wie mache ich denn das eigentlich? Moment, ja genau, falsche Reihenfolge. Also, ich frage einfach mal Google, wie kriege ich im PHP eigentlich den aktuellen Monat? Ihr seht, ich habe hier auf Englisch gesucht, das mache ich immer, weil da kriege ich mehr Antworten. Also, mit Echo Date kriege ich den aktuellen Monat her. Jetzt habe ich eine Variable definiert, habe gesagt, der aktuelle Monat ist gleich date, so wie ich es von Google erfahren habe. Ich könnte es dann noch testen, könnte sagen echo aktueller Monat und schauen, ob das jetzt eigentlich richtig ist, was mir Google gesagt hat. Habe ich auch geprüft. Da wird dann 11 rauskommen und jetzt mache ich eine Vorschleife. Eine Vorschleife geht jetzt nicht durch ein Array durch, sondern ich kann sagen, die Anfangsbedingung ist, der Monat ist gleich 0 gerade oder besser gesagt sind das eigentlich meine Monatsspalten und nicht die Monate. Und solange das kleiner als 12 ist, also wir brauchen ja nur 11, solange das kleiner als 12 ist, dann erhöht es jedes Mal um eine Zahl. Also wenn die Schleife nochmal durchgeführt wird, dann ist Monat nicht mehr 0, sondern 1. Wenn sie nochmal durchgeführt wird, 2, bis es 11 ergibt. Und jetzt gebe ich halt Spans aus und wenn der Monat dem aktuellen Monat entspricht, dann gib mir bitte die Klasse Marker aus. Und schon haben wir den November markiert. Dann haben wir noch die Monate. Die sind ja jetzt hier fest auf Englisch markiert.
eingetragen. Wenn wir das jetzt auf Deutsch nutzen möchten, wir könnten jetzt einfach, wenn wir wissen, wir haben ja eigentlich keine mehrsprachige Seite, könnten wir jetzt einfach die Monate ausfüllen, Januar bis Dezember reinschreiben, fertig. Wenn wir es aber mehrsprachig nutzen wollen, sollten wir es ja vielleicht übersetzen. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber das müsste ja irgendwo in Joomla hinterlegt sein, weil da gibt es ja ständig irgendwelche Kalender. Also bin ich in die Sprachovervrides gegangen und habe in der Suche einfach mal Jan eingegeben und dann sehe ich, January Short ist gleich Jan. Ja super, dann habe ich ja die Sprachvariablen drinnen. Und da gibt es eine Joomla-Klasse, die heißt JText. Und wenn ich da in diesen Anführungsstrichen diese Sprachschlüssel eingebe, dann wird mir die Übersetzung da eingefügt. Das ist jetzt ein bisschen lang. Wer ein bisschen Code verliebt ist, der würde das noch ein bisschen kürzer machen und wieder eine Vorschleife machen, irgendwie abfragen, was haben wir für einen Monat oder welche Monate im Jahr haben wir und das dann da ausgeben. Das ist jetzt auch nicht die schönste Methode und ich glaube, das, was wir hier lösen wollen, das kann man auf 12 verschiedene Arten lösen. Also es gibt auch noch eine JDate-Klasse, die man verwenden kann und so weiter. Aber das ist jetzt mal eine der Lösungsmöglichkeiten, wie man das machen kann. Und jetzt haben wir das übersetzt. Die Monate sind deutsch, wir haben unsere Einträge. Fertig. Super. Was wird man jetzt noch anders machen dran? Statt einem Override würde ich euch empfehlen, ein alternatives Layout anzulegen. Der Unterschied zwischen einem alternativen Layout und einem Override ist, dass also ein Override überschreibt die ganze Core-Ausgabe. Jede Kategorie, die ihr jetzt anlegt, wird in diesem Zeitstrahl-Design angezeigt. Das wollen wir ja nicht. Um ein alternatives Layout anzulegen, benennt ihr Block zum Beispiel in Timeline um oder einen Namen nach eurem Wunsch. Zweitens kopiert ihr euch oder legt euch eine eigene XML-Datei an, legt sie entsprechend in diese Struktur ab und nennt sie dann auch wie die PHP-Datei. Und mit dieser Methode habt ihr einen alternativen Menütyp erstellt. Weiterhin könnt ihr dann unnötigen Kram entfernen. Also es steht ja ganz viel auch in Block-XML drin, was ihr für diese Timeline überhaupt nicht braucht. Ihr könnt die ganzen Optionen da entfernen. Wir brauchen eigentlich nur die Anzahl der Beiträge, die wir anzeigen wollen, wenn überhaupt. Sonst brauchen wir in der XML-Datei nichts. Auch in der Block-PHP sind einige Sachen drinnen, die wir überhaupt nicht benötigen. Dann müsst ihr auch noch einen Sprach-Override anlegen. Auf GitHub, in dem Beispielcode, den ich hochgeladen habe, sind zwei Sprachdateien drin. Da müsst ihr euch die Schlüssel kopieren und in eure template.sysinfo einfügen, damit ihr im Backend dann das schön auswählen könnt. Und das Resultat ist dann auf GitHub, könnt ihr das unter dieser Adresse sehen, könnt ihr euch runterladen. Ich habe es ein klein wenig kommentiert. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie jetzt stellen oder auch auf GitHub oder danach, wie auch immer. So, nachdem ich euch jetzt maschinengewehrmäßig behandelt habe, könnt ihr jetzt gerne Fragen stellen, wenn wir noch Zeit haben. Jemand eine Frage? Nein? Ja? Gibt es Einwände gegen irgendwas, was ich erklärt habe? Weil ich bin jetzt programmiermäßig ja auch nur Autodidakt. Nein? Okay, cool. Dann danke ich euch.